Hallo Leute und ein herzliches Willkommen hier mit von und zu Horsti zu einer nächsten Folge von Dungeon Siege. Ja, wir sind hier gerade irgendwo, ich nenne es jetzt einmal getrost, Ödland. Und was machen wir heute? Das wird einmal die 10. Jubiläumsfolge und ich mache das Ganze jetzt einmal auf Österreichisch. Ich hoffe, ihr könnt es mich verstehen. Ja, schaut euch das mal an. Gut, dann gehen wir es mal an. Würde ich mal sagen. Und ja, das wird einmal eine österreichische Folge werden. Ich habe mir mal gedacht, dass ich mal ein bisschen österreichisch rede. Kann ja auch mal nicht schaden, ne? Das haben wir geschafft. Nächster. Ah, oh, was ist das hier? Kleiner Gesundheitstrank. Inventar ist voll. Dann wird der mal das Inventar machen. Ja, ein bisschen österreichisch halt. Ein bisschen österreichisch halt reden. Hier drüben ist ein Haus. Da ist eine Brücke. Ah, okay. Oh, oh. Der sollte sich einmal heilen, der Nahkämpfer. Okay, ich muss da mal aufpassen. Auf den Ando, auf den Gjorn. Ja, das sind die ganzen Magier. Greif's doch an! So, super. Na bitte, du holst dir das jetzt einmal, kleinen Gesundheitstrank. Feuerbolzen, Gold. Super, da gehen wir aber später mal rüber. Kleiner Mana-Trank. Und Gold. Gut. So, dann werden wir mal da rumgehen. Da ist allerhand drin. Weg mit dir, du Krug. So, Gold haben wir da. Hä? Was war das jetzt? Ja, keine Ahnung. Ja, es ist so ungewohnt, auf einmal auf Österreichisch zu reden. Ja, das ist Gold. Du solltest auch einmal was machen, ne? Bogen? Ich muss mal zu ihm schauen. Er hat ja noch keinen Bogen. Ja, aber der braucht 13 Geschicklichkeit. Stärke 13. Der hat 11. So, gehen wir mal da rein, holen wir uns mal das Gold. So, da das nächste, was wir da haben, das ist Gesundheitstrank, sollte er nehmen. Was ist da? Können wir da runterfahren? Nö. Gehen wir mal da rauf. Ah, da ist ein Hebel. Ah! Aber wir schauen einmal da rauf, weil ich glaube, dass da was Schönes gibt. Vielleicht Gold. Nö, nö. Hierauf. Ja, diese Kameraführung. Muss ich mir noch dran gewöhnen. Was ist das? Ich meine, da ist voll. Der holt sich das einmal. Was ist das gewesen? 5 bis 7, 10 bis 13. Wer? Nö. Ja, da hat es eigentlich nichts gebracht. Aber da. Marschieren wir weiter.
auf der Leiter. Ah, da haben wir Gold übersehen. So. Die anderen kommen hoffentlich auch mit. Boah, ich fall weit runter. Was ist da unten? Ah! Die anderen sind oben geblieben. Sollten die anderen nicht mitgehen? Ja, ich muss wieder rauf, ich muss die anderen holen. Ich muss ein Schlückchen mal von meinem Bierchen machen. Von meinem Bierchen. So, ja, stellen wir alle da halt einmal drauf, ne? So, jetzt kann ich. Ja, jetzt fahren wir alle runter. Ja, hier unten wird es wahrscheinlich irgendwas geben. Wo schwerer ist. Wo schwerer ist. Ah, okay. Ja, ja, ja. Kleiner Schild. So, der ist einmal hinüber. 14 Gold. Mit ihm werde ich den kleinen Gesundheitstrank nehmen. So, kleiner Gesundheitstrank. Da auch noch. Okay, dann geht's weiter. Kleiner Schild brauche ich jetzt nicht. Feuerbolzen, Inventar ist voll. Ordus-Axt. Ah. Auftrag erfüllt. Wir haben Ordus-Axt gefunden. Super, das war ein Auftrag, genau. Feuerbolzen, Biografie des Ibsen Yamas. Das werden wir uns natürlich jetzt gleich durchlesen. Ihr wisst das ja, bei diesem Let's Play habe ich bis jetzt alles durchgelesen, was ich gefunden habe. Und da ist die Biografie des Ibsen Yamas. Cool, da haben wir was zum Lesen. Ibsen Yamas ist dafür berühmt, öfter als jeder andere Soldat in der Geschichte der 10. Legion für tot erklärt worden zu sein. Zuerst wurde berichtet, er sei 965 am Frostspitzpass von Goblins geschlagen worden, doch drei Tage später fügte er den Goblin-Streitkräften eine blutige Niederlage zu. Im Jahr 987 hieß es, er sei in einem Schneesturm ums Leben gekommen, als er versuchte, sein geliebtes Maultier Caprin zu retten. Eine Woche später tauchte er jedoch ausgehungert und missmutig wegen eines Lochs in seinem Stiefel wieder auf. Für seine Freunde sind die Geschichten über sein Ableben eine Quelle häufiger Erheiterung. Für seine Feinde hingegen ein Wunschtraum. Er selbst sagt, dass der Tod ihn nur heimsuchen könne, wenn ihm das Leben zu langweilig oder zu anstrengend würde. Okay. Und selbst dann müsse der Sensenmann mit Verstärkung aufwarten. Ibsen wurde 944 in den Agallanischen Bergen geboren und von einer ehemaligen Köchin der 10. Legion aufgezogen. Im Alter von 16 Jahren zog er als Kurier für die Azunitische Synode nach Westen zum Königreich Eb. 961 erreichte er Burg Eb und zeigte ein Empfehlungsschreiben für den ehemaligen Posten seiner Mutter vor. Aber es stellte sich heraus, dass er als Koch weitaus schlechter als Soldat war. Und bereits kurze Zeit später wurde ihm das Kommando über einen Zug und bald darauf über eine Kompanie übertragen. Okay. Ibsen bekam den Auftrag, während der Affäre um den Goblin-Prätendenten entlang Fedwirs Wegs für Ordnung zu sorgen. Hierbei traf er auf eine Gruppe von Goblin-Soldaten, die den eisernen Turm von Gletschertal belagerten. Ibsen schlug die Goblin zurück und teilte bis auf wenige Ausnahmen alle seine Männer zur Verteidigung der Minen ein. Nur wenige Tage später besiegte er zwei vollständige Züge, die versuchten an Gletschertal vorbei in das östliche Königreich vorzudringen. Hierdurch konnte er die Bedrohung durch die Goblins so lange abwehren, bis sie sich schließlich zurückzogen. Ibsen trat 994 offiziell in den militärischen Ruhestand und wurde zum Statthalter des Westlichen Reichs ernannt. Hierbei überwachte er die Befestigung und Sicherung von Gletschertal und wurde gleichzeitig zum Verwalter der Minen des Königreichs.
Zwar hat Ibsen seine militärische Laufbahn beendet, doch ist er immer noch einer der angesehensten Strategen der Alten Legion und wird häufig als inoffizieller Regent des gesamten Landes unterhalb von Gletschertal konsultiert. Also sehr interessant, also das war ein Held, dieser Ibsen Jamas. War ein damaliger Held, der hat alles besiegt, was zu besiegen ging. Das ist ein Wahnsinn. Also das war mal eine richtig interessante Geschichte. Na toll. Ja, jetzt mache ich hier ein bisschen mit ihm. Wie heißt der nochmal? Ich und den Namen. Gion. Ja, Gion. Das mache ich ein bisschen mit Gion. So, und da haben wir noch eine Truhe. Da werden wir alles looten, was geht. So, gehen wir mal weiter, würde ich mal sagen. Schon wieder 11 Minuten aufgenommen oder so. Knapp. Super. Wahnsinn. Was ist hier drin? Verwandeln. Sie kann das machen. Da ist nichts mehr. Ja, da ist ja eigentlich sonst nichts mehr. Die Quest haben wir ja schon abgeschlossen. So, dann gehen wir mal weiter, würde ich mal sagen. Nö, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr drin. Das können wir vergessen jetzt da. Gold. So, das haben wir jetzt fertig. Sehr gut. Ah, nein. Da sind wir noch nicht fertig. Ah, schon wieder einen Schaden abbekommen. Das sind diese Kistenfallen, ne? Kann er noch diesen kleinen Schild nehmen? Ja. Was bringt der? Zwei Verteidigung, drei Verteidigung. 520 Gold haben wir wieder. Das finde ich leibend. So, du gehst auch hier rauf. Und du gehst auch hier rauf. So, wir sind fertig. Mit dieser Quest sind wir ebenfalls fertig. Und wenn wir jetzt da oben sind, schaue ich mal die ganzen Quests an. So, Ordus Axt. Überbringt Gions Bericht. Überbringt Gions Bericht an den Statthalter von Gletschertal. Ah, der Statthalter von Gletschertal, das ist ja der Yama, ne? Wieder ein Bierchen. Schluck von meinem Bierchen. Ja, gehen wir mal weiter. Wir sind hier fertig. Nö, nö, nö. Können wir hier rundherum irgendwie marschieren, dass wir vielleicht irgendwie was looten können? Nö, da ist jetzt nichts. Dann gehen wir wieder zurück, würde ich mal sagen. Na? Ja, nur zur Information an dich, lieber Gracie Sebby, wenn du die Folge hier auch siehst. Ich freue mich immer wieder wie ein kleines Kind, haha, wenn du eine Folge von einem Spiel rausbringst. Risen, hier dieses Spiel, hier Dungeon Siege, Thief, also. Da freue ich mich immer wirklich sehr. Und wenn du halt Zeit findest, stell's doch einmal rauf. Das wäre super, wenn du Folgen raufbringst. Das ist immer so super. Ich schaue mir alles an und ja. Wir gehen weiter Richtung Statthalter. Irgendwo hin halt. Ah, grüß euch. Na du. Oder na ihr, besser gesagt. Ja, wir sind bald Level 4. Oh. Sie zaubert fleißig. Mana-Trank kann sie nicht aufnehmen. Er ist ja auch schon langsam eigentlich wirklich voll. Da liegt jemand. Da ist jemand tot. Ein Toter. Okay, was haben wir da? Diese Schür scheint zu klemmen. Ein Auftrag wurde aktualisiert. Ja. Können wir nicht.
Ein Auftrag in Ihrem Auftragsbuch wurde aktualisiert. Dann schauen wir uns das einmal an. Auf J. Versucht den Funkelhöhlenpass von Wesrin Cross aus zu öffnen. Das ist aktualisiert worden. Ja, wie ist jetzt... Okay, da muss ich jetzt nochmal schauen. Dann geht's hier mal runter. Okay, da können wir nichts machen. Weiter geht's. Dann schauen wir mal hier rüber. Vielleicht können wir das irgendwie öffnen. Vielleicht hier hinten. Nö, da geht's nicht. Ja. Was haben wir da drüben? Was haben wir hier drüben? Kraut und Rüben. Was haben wir hier? Ist da nur so eine... Ein Vorsprung. Ja, ist egal. Können wir nicht hin. Müssen wir auch nicht. Gehen wir hier runter? Oder nicht? So, ich speichere das Spiel einmal. Würde mal sagen. Und... Ah, da ist wieder so ein komisches Viech, ein Wurm. Weg mit dir, du Wurm. So, wie geht's jetzt hier weiter? Ah, 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 okay. Ja, aber es zieht schon einiges an Leben ab, Leute. Ah, da ist auch noch was. Da ist auch noch so ein Viech. Ja. Ja, das zieht schon einiges an Leben ab. Aber jetzt lasse ich es einmal mit dem Heilen. Ich will ja nicht irgendwie die ganzen Heiltränke verbrauchen, nur weil ich jetzt etwas Leben weniger habe. Das interessiert mich nicht wirklich. Das ist ein bisschen... Das wäre dann übertrieben, sagen wir mal so. Ja, da ist wieder jemand. Wieder so ein Wurm. Ich nenne es einfach Wurm. Keine Ahnung. Oh, da drüben steht der. Hey, cool. Ah, Bierchen. Ja. Ah, noch ein. Noch so ein komisches Viech. Weg mit dir, du Wurm. Weg und weg ist. Ah, das finde ich einfach wirklich leimend. So, da ist jemand. Wer bist denn du? Der nächste in unserer Gruppe? Bin ich froh, wieder ein menschliches Wesen zu sehen. Meine Truppe und ich versuchten vor den Krux zu fliehen, als sie Funkelhöhle überrannten. Da jedoch der Pass nach Stonebridge versperrt war, blieb uns nur Wesrin Cross als einziger Ausweg. War das vielleicht ein schrecklicher Fehler? Mehr. Wir hatten mehr als die Hälfte des Wegs geschafft, aber diese achtbeinigen Schrecken strömten plötzlich aus ihren Höhlengängen hinter den Wänden. Wir rannten so schnell wir konnten, aber ihre Schreie waren ohrenbetäubend. Warum muss diese gerade mir widerfahren? Warum nur? Muss dies gerade... Okay, also du bist uns keine Hilfe, lieber Kollege. Ja, komm doch. Das sind eh diese Wesen. Sind das nicht diese Wesen? Ich hab keine Ahnung. Das steht doch nicht da. Es wäre schon besser, wenn das wirklich dastehen würde, was das für Wesen sind. Mich interessiert das. Also diese Krux kenne ich schon. Okay, hier haben wir ein Gebäude. Du kannst auch hinrennen und was machen.
Ja, dass du auch was dazu bekommst. Du musst noch Level Stufe 3 aufsteigen. Was haben wir hier? Wesringcross. Oh, Leute, da habe ich vom Sebi gehört, dass die ziemlich ekelhaft sein sollen, diese Biester. Ja, du machst auch deinen Nahkampf hier weiter. Du musst auf Level 3 aufsteigen. Sie kommt dann auch schon auf Level 2 demnächst mit ihrem Zauber. Und ich sollte auch bald wieder zaubern. Habe ich auch Stufe 1 oder 2, keine Ahnung. So, wir werden hier reinmarschieren. Nachdem wir die Folge aber gespeichert haben und die Folge beendet haben. Ja, liebe Leute, bei Gefallen würde ich mich auf einen Daumen nach oben sehr freuen. Und auf ein Abo und, und natürlich Kommentare und so weiter und so fort. Bibabo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir nach Wesincross reingehen. In Wesin. Ist egal. Dankeschön, ich sage Game Over. Ich bin euer Horsti und sage Ciao.